Jo Leute, was geht? Euer Boy Dave am Start. Heute mit einem kurzen Video, das mir persönlich sehr wichtig ist. Und zwar geht es heute um das Thema Rassismus. Das hier wird ein kurzes Video. Ich will nur ein paar Worte dazu sagen. Vielleicht erreiche ich den einen oder anderen damit. Punkt Nummer 1 ist, wenn du dieses Video siehst und Opfer von Rassismus bist oder irgendwie von Feindlichkeit dir gegenüber aufgrund deines Aussehens, deiner Herkunft, gib auf gar keinen Fall irgendwie auf oder denk, du bist weniger wert oder such die Schuld bei dir, denn du hast auf gar keinen Fall irgendwie Schuld daran, dass Menschen diesen Hass gegen dich hegen. Dann, wenn du jemand bist, der feindlich gegenüber Ausländern ist, gegenüber Dunkelhäutigen oder anderen, sage ich mal, ethnischen Gruppen, dann stell dir selber die Frage, wieso du eigentlich diesen Hass hast, sage ich mal. Vielleicht ist es begründet. Vielleicht hast du schlechte Erfahrungen mit gewissen Menschen gehabt. Das liegt allerdings nicht an der Herkunft der Menschen, sondern an den Menschen selber. Das sollte dir bewusst sein. Dazu kommt, dass du nicht sagen kannst, dass jeder, der zum Beispiel aus Afrika kommt, irgendwie versucht, dir weh zu tun oder versucht, dir irgendwie was Schlechtes anzutun, nur weil eine Person in der Vergangenheit das mal getan hat. Und genauso sollte man aber auch nicht sagen, dass alle, sage ich jetzt mal, Deutschen oder Österreicher oder Leute aus der Schweiz, dass alle Nazis sind oder feindlich gegenüber Ausländern. Es gibt immer solche und solche Menschen. So. Es gibt genauso Menschen, die versuchen, dir weh zu tun, aus afrikanischen Ländern, genauso gibt es Menschen, die weh zu tun aus europäischen Ländern. Deshalb ist es, man kann nicht sagen, das hat was mit der Herkunft zu tun. Das hat einfach was mit dem Mindset des Menschen zu tun. Das sollte euch bewusst sein. Dann viele Menschen machen, sage ich mal, rassistische Äußerungen und sagen dann, ah, war doch nur ein Spaß und so. Und nimm's doch nicht so ernst, du weißt doch, ich bin nicht so, oder das war nicht so gemeint, das war jetzt nur ein Joke. Und dann müsst ihr euch selber die Frage stellen, wenn man aus Spaß euch beleidigt oder irgendwie eure Geschichte angreift oder die Geschichte eurer Eltern, indem man jetzt Anspielungen auf Sklaverei oder sowas macht. Oder wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ja, du bist voll der Hund, dann denkt ihr euch ja auch, auch wenn man dann sagt, im Nachhinein war nur Spaß, nimm es nicht persönlich, trotzdem verletzt es euch irgendwo. Auch wenn ihr drüber steht oder wenn ihr sagt, ich stehe drüber oder ich lasse es nicht an mich ran, so ich kann das differenzieren, so was andere Menschen sagen, interessiert mich nicht. So klar, Menschen, die sowas sagen, haben sowieso keine wirkliche Ahnung, aber trotzdem sollten Menschen, die sagen, ich bin nicht rassistisch, ich habe nichts gegen Ausländer, sollten unterlassen, solche Witze zu tätigen. Da es, auch wenn es nicht gewollt ist oder nur ein Joke war, trotzdem was mit den Menschen gegenüber von euch macht. Und das war mir an dieser Stelle wichtig zu sagen. Ich hoffe, euch geht's gut. Momentan wisst ihr ja tägliche Videos und deshalb war das ein Thema, weil ich häufig Fragen dazu gestellt bekomme, wie ich damit umgehe, wie ich gewisse Dinge handle oder wie ich einfach, was ich für einen Rat habe für Menschen, die sich momentan etwas ausgegrenzt fühlen, beziehungsweise für Menschen, die sich in der Gesellschaft nicht anerkannt fühlen, aufgrund ihrer Herkunft. Und euch kann ich sagen, my people out there, macht euch keine Sorgen. So wie ihr seid, seid ihr gut. Wenn ihr gute Menschen seid vom Kopf her, vom Herz her, dann ist egal, woher ihr kommt. Letztendlich sind wir alle Mensch
Und genauso sollt ihr auch jeden Tag leben und genauso sollt ihr auch jeden Tag auf andere Menschen zugehen. Und das ist der einzige Rat, den ich euch geben kann. Lasst solche Dinge nicht an euch rankommen. So klar dürft ihr nicht alles tolerieren, gar keine Frage. Aber ich denke, es ist besser zu sagen, okay, der hat diese Meinung, der sagt das und das, aber ich stehe drüber, ich bin besser als das. Am Ende des Tages seid ihr dann ein Dunkelhäutiger oder ein Ausländer, der einfach den Deutschen gezeigt hat, dass er sie zu Unrecht euch irgendwie schief anschaut oder euch rassistisch beleidigt. Weil stellt euch vor, ihr wollt einem Menschen was Schlechtes tun, ihr habt wirklich einen Hass gegen diesen Menschen, aber dieser Mensch ist gut zu euch. Wisst ihr, was ich meine? Dieser Mensch gibt euch einfach keinen Grund, irgendwie was gegen ihn zu haben. Und wenn ihr normal denkende Menschen seid, dann denkt ihr euch, damn, eigentlich bin ich der schlechte Mensch in dieser ganzen Sache, weil ich derjenige bin, der unbegründet Hass gegen ihn hat, obwohl er noch dazu höflich, nett und zuvorkommend ist, obwohl ich diese Gedanken habe, jetzt zu sagen, der ist ein schlechter Mensch, ich muss auch ein schlechter Mensch sein. Ich denke mir immer, alles kommt zurück, egal wie. Und wenn jemand mir was Schlechtes tun will, ich bin trotzdem nett, weil egal was man mir wünscht, ich wünsche jedem Menschen das Doppelte. Ich wünsche jedem Menschen, dass er genug zu essen auf dem Tisch hat, dass es ihm gut geht, dass es seinem Umfeld gut geht, dass er erfolgreich sein kann. Deshalb ist es so, Menschen, die Rassismus, sage ich mal, verspüren, die sind halt oft dazu geneigt, auch dann alle Menschen über einen Kamm zu scheren. Zum Beispiel jetzt alle Weißen, dass alle Weißen racist sind und sowas. Das ist auch falsch, da muss man klar differenzieren können. Aber genauso sollte man als Nicht-Ausländer akzeptieren können, okay, es gibt Menschen, die kommen hierher, die kommen aus Krisengebieten, die hatten eine schwere Zeit hinter sich, kommen teilweise jetzt auf die Flüchtlinge bezogen. Ohne Familie, haben ihre Eltern jahrelang nicht gesehen. Die kommen hierher und versuchen wirklich was zu bewegen, versuchen sich zu integrieren. Und ich gebe ihnen einfach nicht die Möglichkeit, nur weil ich ein falsches Bild habe, durch Medien, durch falsche Informationen, durch Freunde, durch Familie, die so denken, dass das ist nicht richtig. Weil stellt euch vor, das Land, in dem ihr lebt, es bricht ein Krieg aus und ihr flüchtet. Und er überlebt die Flucht. Okay. Und dann kommt ihr in ein neues Land. Die Hälfte eurer Familie ist noch in dem Land, aus dem ihr geflohen seid, zum Beispiel. Und ihr seid in diesem neuen Land. In diesem neuen Land stoßt ihr nur auf Hass. Die Menschen wenden sich von euch ab. Die Menschen wollen nicht mit euch interagieren. Und ihr denkt euch, damn, ich habe eigentlich gar nichts getan. Warum sind die Menschen so? Und genau das ist das, was viele Ausländer halt verspüren. Und ich finde, das ist nicht richtig und das sollte auch nicht so sein. Auf jeden Fall, Leute, das war's von meiner Seite. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wenn euch das Video nicht gefallen hat, Daumen nach unten. Ihr wisst ja, wie das geht. Ihr könnt ja mal kommentieren, ob euch Ähnliches passiert ist oder was ihr darüber denkt, weil dieses Thema ist, finde ich, momentan aktueller denn je. Und ich finde auch, es ist sehr wichtig zu hören, wie ihr darauf reagiert, wie ihr mit Rassismus umgeht, wie ihr jetzt zum Beispiel mit Flüchtlingen in eurer Arbeitswelt oder in eurem Umfeld einfach umgeht, wie ihr da seid als zwischenmenschlicher Kontakt. Und ja, bis dahin würde ich mich gerne über Feedback freuen. Wie immer ist unten alles verlinkt. Und ich hoffe, ihr bleibt gesund, bleibt erfolgreich. Wir sehen uns.